Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch zeigen, wie wir mit Hilfe eines Zirkels den Mittelpunkt einer Strecke bestimmen können. Alles, was wir hierfür brauchen, ist ein Zirkel. Da ich keinen passenden großen Zirkel habe, mit dem ich gut arbeiten kann, benutze ich einen Stift mit einer Schnur. Damit bin ich vielleicht nicht so genau wie ihr, aber es reicht vollkommen, um das Verfahren zu veranschaulichen. Was wir noch benötigen, ist ein Lineal. Es reicht aber auch irgendetwas, womit wir einen geraden Strich ziehen können. Das benutze ich zum Beispiel. Aber wollen wir doch jetzt einfach mal den Mittelpunkt unserer Strecke bestimmen. Was wir hierfür machen ist, wir zeichnen zwei Kreise und wir wählen jetzt einen Radius, wo wir wissen, dass er auf jeden Fall größer ist als der vermutete Mittelpunkt. Den Mittelpunkt vermuten wir irgendwo hier, also nehmen wir ihn auf jeden Fall größer. Mache ich ihn mal hier hin. Und jetzt zeichnen wir einen Kreisabschnitt. Den zeichnen wir auf jeden Fall so weit, dass wir auf jeden Fall über den Mittelpunkt gehen. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen denselben Radius und machen dasselbe von diesem Punkt aus. Und so haben wir jetzt zwei Schnittpunkte erhalten. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist, diese beiden Schnittpunkte verbinden. Und so können wir jetzt ganz einfach unseren Mittelpunkt dieser Strecke ablesen. Es ist natürlich genau dieser Schnittpunkt. Einfach genial. Es ist ganz einfach und geht ziemlich schnell. Und klären wir natürlich noch die Frage, warum funktioniert das Ganze überhaupt? Denn das ist eigentlich auch ganz einfach. Wir haben hier eigentlich nichts weiter gemacht als ein Dreieck konstruiert. Und zwar den Fall SSS. Hierfür habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wir haben hier unten unsere Seitenlänge und wir haben dann oben die zwei Seitenlängen eingezeichnet. Einmal hier. Und einmal hier. Und wir können jetzt diese Punkte verbinden und erhalten unser gleichschenkliges Dreieck. Und da es ein gleichschenkliges Dreieck ist, muss natürlich die Höhe, die wir hier eingezeichnet haben, genau die Mitte der Hypotenuse schneiden. Aber dieses Dreieck alleine hier oben hilft uns ja noch nicht. Was wir gemacht haben, wir haben dieses Dreieck gespiegelt. Denn wir haben denselben Radius genommen und hier unten die zwei Schnittpunkte eingezeichnet. Und quasi hier unser zweites, genau gleiches, gleichschenkliges Dreieck konstruiert. Und die Höhe ist natürlich wieder genau im Mittelpunkt der Hypotenuse. Und deswegen können wir die Höhe hier einmal durchzeichnen und erhalten hier so den Mittelpunkt. Einfach genial. Klären wir zum Schluss vielleicht noch die Frage, was passiert, wenn wir unseren Radius zu klein wählen? Das bedeutet, wir haben ihn kleiner als den Mittelpunkt. Das mache ich mal hier. Man kann es natürlich schon erahnen, wir haben keine Schnittpunkte, die wir verbinden könnten. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Radius größer wählen, als wir den Mittelpunkt vermuten. Falls wir ihn zu klein wählen, fällt uns das sehr schnell auf und wir müssen dann nochmal einen größeren Radius wählen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen und am besten teilt das Video mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.